Guten Morgen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einer Tirol heute Sondersendung anlässlich der aktuellen Unwettersituation in Tirol. Die Stürme der vergangenen Nacht haben ein Bild der Verwüstung hinterlassen. Heftige Gewitter mit orkanartigen Sturmböen sind über das Land hinweggefegt, zusammen mit Starkregen und Hagelschauer. Laut Meteorologen dürfte das aber nur ein Vorgeschmack auf das sein, was uns in den nächsten Stunden noch bevorsteht. Sämtliche Einsatzorganisationen sind alarmiert und stehen im Großeinsatz. In einigen Gemeinden Tirols gab es Stromausfälle, Evakuierungen, Vermurrungen und Überflutungen. Im ganzen Land sind seit den gestrigen Abendstunden zahlreiche Unwetter durchgezogen, die zu massiven Erdbewegungen geführt haben, wie hier im Wipptal zu sehen ist. Bäche traten über die Ufer, Brücken sind teilweise weggerissen worden. Speziell im Großraum Innsbruck kam es zu zahlreichen Einsätzen. Die Rettungskräfte standen die gesamte Nacht über im Großeinsatz. Beängstigend wirken die Wassermassen, die gestern und in den vergangenen Stunden in Tirol zusammengekommen sind, beispielsweise hier entlang der Sill und des Inns. Ein Großaufgebot an Rettungskräften rüstet sich angesichts der aktuell hohen Pegelstände der Flüsse. Gut, dass wir was Gescheites gelernt haben. Ja.